Wojciech Bobowski. Schon mal diesen Namen gehört? Ein Musiker, ein Komponist, ein Musiksammler, Dolmetscher, Übersetzer, Sprachlehrer, Botschafter und Berater. Doch das Entscheidende, ein Mittler zwischen Kulturen, Weltanschauungen und Weltreichen. Geboren als Alberto Bobovio, gestorben als Ali Ufkibey. Wir sind am Anfang des 17. Jahrhunderts in Polen, in der Stadt Lwów. Kommt 1610 als Sohn einer orthodoxen Familie Wojciech Bobowski zur Welt. Bereits hier beginnt eine interessante Geschichte. Wir sind in Polen und Bobowski kommt als Kind einer orthodoxen Familie zur Welt, statt einer eigentlich in Polen eher üblicheren katholischen Familie. Er stammt von einer adligen, kultivierten, gut gebildeten Familie ab. Er genoss relativ früh musikalische Ausbildungen und erweiterte seine Kenntnisse und Fähigkeiten in diesem Bereich. 1632 wurde seine Heimat von den Kantemir-Mirsas-Tataren überfallen. Folglich wurde er als Sklave an den Hof des Sultans in der Hauptstadt Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, verschleppt. Es war üblich, im Osmanischen Reich Kriegsgefangene mit an den Hof zu bringen, sie dort zu verkaufen, dann zu erziehen und sie als Berater oder Übersetzer im Hof arbeiten zu lassen, wo sie dem Sultan im Sarai dienten. Die Kriegsgefangenen waren üblicherweise Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren, die man unter den Umständen damals sehr gut ausbilden konnte, um sie, wie schon erwähnt, im Hofe dienen zu lassen. Insbesondere ihre sprachlichen Fähigkeiten wurden genutzt, um sie als unter anderem Botschafter oder Dolmetscher arbeiten zu lassen. Bobowski jedoch war bereits 25 Jahre alt, als er als Kriegsgefangener nach Konstantinopel ankam. Das heißt, er hatte schon bereits erlernte Fähigkeiten. Wie ich gesagt, er stammt von einer adligen, gut gebildeten Familie. Und die Osmanen erkannten relativ schnell seine Fähigkeiten, insbesondere in den Bereichen der Musik und der Sprache. So diente er als Musiker und Übersetzer im Sarai. Aufgrund seiner sprachlichen Begabung lernte er sehr schnell die türkische Sprache und war sehr gut beheimatet mit theologischen und religiösen Themen. So nahm er relativ früh nach seiner Gefangenschaft den Islam als Religion an und konvertierte. Damit änderte er auch seinen Namen von Wojciech Bobowski zu Ali Ufki. Er verbrachte 19 Jahre im Sarai und diente unter anderem den Sultanen Murat IV., Ibrahim und Mehmed IV. In dieser Zeit verfasste er zahlreiche Sammlungen, Werke, die heute von unbezahlbarem Wert sind. Für die moderne Erforschung multikultureller Beziehungen im Osmanischen Reich des 17. Jahrhunderts. Er ist zudem der Erste, der die Notation der türkischen Musik in das Notenbild der westlichen Musik übersetzte. Er reiste viel aufgrund seiner sprachlichen Fähigkeiten, auch viel im Osmanischen Reich, unter anderem nach Ägypten, und tritt 1651 in den Dienst des englischen Botschafters. Dort arbeitete er bis 1668 als Berater des Botschafters. 1669 wurde er Dolmetscher im Auftrag des Sultans Murat IV. Im Hof. Er beherrschte zu dieser Zeit folgende Sprachen: Türkisch, Arabisch, Persisch, Polnisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Latein, Alt- und Neugriechisch. Er arbeitete sich hoch bis zum Amt des Oberdolmetschers am Hof. Dort verblieb er bis 1675, also in Konstantinopel, bis zu seinem Tod. Er veröffentlichte zahlreiche Sammlungen und Texte aus dem Bereich Religion, Medizin, Musik, Theologie, linguistische und kulinarische Texte, Gedichte und Kompositionen aus der türkischen Musik. Vielleicht eines der bemerkenswertesten Werke, die er geschaffen hat, war die Übersetzung des Neuen und Alten Testaments in die türkische Sprache. Sein Werk
war die allererste Übersetzung und wird bis heute noch in der Version, wie er sie verfasst hat, genutzt. Ali Ufgibe war ein Mittler und Botschafter zwischen zwei Kulturen. Er verstand sich selbst schon relativ früh als eine Brücke zwischen der östlich-islamischen Welt und der europäischen westlichen Welt. Und ohne seine Identität oder seine Fähigkeiten aufzugeben, beschäftigte er sich mit der Musik beider Kulturen, mit den Religionen beider Kulturen. Er beschäftigte sich nach wie vor mit der Bibel, mit religiösen Gesängen, den Sprachen aus beiden Kulturen und war auch produktiv und erstellte Texte und Kompositionen. Es ist bemerkenswert, wie intellektuelle Menschen seit Jahrhunderten versuchen, zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Weltanschauungen zu vermitteln und in ihrer Funktion als Brücke sich einzubringen und hierfür unterschiedliche Instrumente nutzen, sei es die Poetik, Literatur, Medizin, politische Netzwerke oder eben die Musik. Auch wir versuchen mit diesem YouTube-Kanal RS eine Brücke zu schlagen und möchten bestimmte Themen aufgreifen aus der Kultur, Soziologie, Philosophie, Musik, Literatur und Poetik, um zu vermitteln und sehen uns in der Rolle eines Botschafters. Es ist ein Mehrwert für die gesamte Gesellschaft, Vielfalt und Diversität als ein Reichtum zu empfinden. Lasst uns gemeinsam wichtige historische Persönlichkeiten in Erinnerung rufen, sie am Leben erhalten, um zu realisieren, dass die Bemühungen, aneinander zu verstehen, keine neue Erfindung des 20. oder 21. Jahrhunderts ist. Es ist ein Bestreben, das vielleicht so lange existiert, wie die Menschheit selbst.